wenn man es richtig macht. Ist das gut oder schlecht? Und vor allem, für wen ist es gut oder ist das schlecht? In einer der Broschüren, die zu diesem Parteitag hier vorliegen, der Österreichischen Grünen, steht die Zahl drin, die richtig ist, von Importkosten pro Kopf der österreichischen Bevölkerung von 1.700 Euro im Jahr. Das macht in Österreich dann über 14 Milliarden Euro aus. Das heißt, der Wechsel zu erneuerbaren Energien, zu heimischer Energie, ist gleichbedeutend, wenn man den vollzogen hat, mit einem volkswirtschaftlichen Vorteil, sprich mit einem wirtschaftlichen Förderprogramm in der Größenordnung für die österreichische Bevölkerung und Wirtschaft in der Größenordnung von 14 Milliarden Euro ohne bürokratischen Aufwand auf alle Bürger verteilt. Keine Regierung der Welt zu den üppigsten Zeiten könnte jährlich ein solches Wirtschaftsförderprogramm bezahlen. Keine einzige. Das heißt, vor diesem Hintergrund, rein von dieser volkswirtschaftlichen Zahl, die Ökonomie der erneuerbaren Energien, die Wirtschaftlichkeit zu bestreiten, zeigt nur, dass diejenigen, die so rechnen, diese Ökonomen Pygmäenökonomie betreiben und keine Ahnung von Volkswirtschaft haben. Keine echte Ahnung. Der Wechsel von kommerziellen Primärenergien, Erdöl, Erdgas, Kohle, Uran, zu nicht kommerziellen Primärenergien, außer wenn es um Bioenergie geht, die von der Natur also kostenlos angeboten werden. Es ist also nicht möglich, zu wechseln von der Rolle des Anbieters von Erdöl, Erdgas, Kohle, Uran in die Rolle des Anbieters von Wind oder von Sonnenstrahlen. Das heißt, die Sonne, der Wind sind nicht privatisierbar. Sie sind Allgemeingut und sie sind deswegen die einzigen sozialen Energiequellen. Und es ist auch gut, das bei politischen Gesprächen und Debatten in Österreich zu sagen, damit die Sozialdemokratische Partei Österreichs das besser begreift, dass das die einzigen sozialen Energiequellen sind. Dann bilden sich vielleicht die Formationen heraus, die wegführen von dem, was vorher gesagt worden ist, von dem, was in Österreich ja bekannt ist, auch für die Schweiz ein bisschen bekannt, von der Konsensdemokratie. Konsens klingt immer so wunderbar, aber Konsens heißt Lähmung. Wenn all Konsens herbeigeführt wird, dann bestimmt der Langsamste das Tempo. Und Konsens, der zu Lähmung führt in einer Frage, in der wir in einem Wettlauf mit der Zeit sind, ist das falsche Prinzip. Nein, wir brauchen Durchbruchstrategien und nicht allseits Konsens in dieser Schlüsselfrage weiterer wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Entwicklung. Im Übrigen haben das die Menschen überwiegend verstanden, da wo die praktischen Beispiele sichtbar geworden sind. In Deutschland gibt es Umfragen, die hartnäckig sich halten seit 2, 3, 4 Jahren. 90% der Bevölkerung ist für den massiven, stärkeren Ausbau erneuerbarer Energien. Die Älteren nur 70%, bei den Jüngeren sind es schon 95%. Weniger als 10% sind für neue Kohlekraftwerke. Weniger als 10% sind für neue Atomkraftwerke. Vielleicht 1/3 sind für Laufzeitverlängerung, weil sie denken, ja, vielleicht haben die recht, dass man dazu Zeit braucht. Und 75% sagen, wir wollen den Ausbau erneuerbarer Energien in unserer eigenen Region haben, vor der Haustür und nicht irgendwo anders in der Sahara oder in Offshore-Anlagen in der Nordsee. Wir wollen es hier haben. Und das hängt damit zusammen, dass Sie verstanden haben, dass dieser Wechsel zu kostenfreien Energien, der dazu führt, dass bei erneuerbaren Energien nur die Technikkosten bezahlt werden müssen. Und die Technikkosten sinken mit Massenproduktion und mit laufenden Verbesserungen. Dass diese Technikkosten, die die Brennstoffkosten, die fossilen Energielieferungen, die Atomenergie einspart, und das breit gestreut verlagert, angewandt werden kann. Das heißt, es ist ein Wechsel, wenn man es richtig macht, um das Potenzial zu nutzen, zu heimischen Energien von wenigen Energieanbietern, die transnational organisiert sind, zu vielen, die in der Summe ein neues Ganzes ergeben, zu einer breiten Eigentumsstreuung führen und damit zu einer sozialeren Ökonomie führen und weniger Abhängigkeit und mehr Demokratie. Deswegen ist es auch falsch. Das geht auch an die Adresse mancher Umweltorganisationen. Ist auch falsch, in erster Linie zu setzen auf diesen Prozess, der seit 15 Jahren nahezu ergebnislos verläuft, von Weltklimakonferenzen.
Diese Weltklimakonferenzen haben ein Motto, das Anfang der 90er Jahre mit der Rio-Konferenz aufkam und völlig richtig lag, nämlich global denken, lokal handeln, indirekt, ohne dass es viele gemerkt haben, umgedreht. Seitdem die Weltklimakonferenzen begonnen haben, heißt es global reden, national aufschieben. Das ist das stillschweigende Motto. Die Konferenzen enden jedes Mal mit einem einzigen Beschluss, die Durchführung einer Folgekonferenz. Und dann, sie kommen allenfalls zu einem Minimalkompromiss. Und dieser Minimalkompromiss wird dann aber die Obergrenze, weil es verknüpft wird mit dem Emissionshandel. Und Emissionshandel kann es nur geben, wenn es eine Obergrenze gibt, weil dadurch ein Preisbildungsmechanismus entsteht. Mit anderen Worten, die Weltklimakonferenzen mit dem Emissionshandelskonzept sind keine treibende Kraft für den Energiewechsel. Sie sind eine lähmende Kraft für den Energiewechsel, das muss man erkennen. Die Kraft, die dann dazu benutzt wird, um auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene Entwicklungen zu erneuerbaren Energien, die über den Minimalkompromiss hinausgehen, denunzieren und torpedieren und das für unwirtschaftlich erklären. Das heißt, die Auseinandersetzung, vor der wir stehen, ist, welche anderen Konzepte gibt es zum Klimaschutz? Es geht nämlich nur wegen des natürlichen Energieangebots seiner Breite. Ist der optimale, der techniksoziologische, der gesellschaftslogische Weg, der ökonomisch logische Weg zu erneuerbaren Energien, der Dezentralisierung, das heißt der Mobilisierung vor Ort und der technologischen Mobilisierung. Viele reden heute von einer technologischen Revolution, einer technologischen Energierevolution, das ist richtig. Aber eine technologische Energierevolution ist eine, die genauso verlaufen kann, nur wie andere technologische Revolutionen. Keine von denen ist je über einen internationalen Vertrag zustande gekommen. Keine über irgendwelche globalen Quotenregelungen und Austauschregelungen, sondern sie ist entstanden, weil einige gesagt haben, das ist der Weg, den wir gehen müssen und wollen. Und dann sind sie ihn gegangen und haben damit eine Welle in Gang gesetzt, die schließlich dann die ganze Welt erfasst hat, weil es sich als das überlegene und attraktivere Konzept herausgestellt hat. Und deswegen ist klar, technologische Revolutionen kommen nicht dadurch zustande, dass über irgendwelche Gremien international einem die Quoten und die Plätze zugewiesen werden, wann, wie und wer das machen kann. Die neue Auseinandersetzung ist in der Frage erneuerbare Energiestrategien. Ist der Weg einer, den man über die Mobilisierung einer technologischen Revolution und Initiativen auf lokaler, regionaler Ebene macht und darauf die Rahmenbedingungen abstellt? Oder ob man in die Falle geht, irgendwelcher Emissionshandelszertifikate, die zu einer globalen Investitionslenkungsbehörde fast zwangsläufig führen müssen, oder ob man in die Falle geht, die heute viele schon aufgestellt haben, zu sagen, Sonnenenergie gut, Windenergie gut, aber doch nicht hier. Das machen wir denn in der Sahara oder wir machen das in der Nordsee. Und damit es wieder in der Hand weniger Anbieter liegt, die dann die Infrastruktur in der Hand haben, angeblich als das billigere Projekt hinstellen können, was höchst zweifelhaft ist und auf diesem Wege erneuerbare Energien künstlich in die alten Strukturen kanalisieren wollen. Und das heißt 3 bis 4 Jahrzehnte Aufschub. Diese Auseinandersetzung muss jetzt geführt werden. Und sie wird dann geführt werden, wenn wir breit argumentieren für erneuerbare Energien. Dann nimmt man die Bevölkerung mit, damit man sie erkennt, es ist die eigene Chance, ja, über energieautonome Regelungen, über energieautonome Gestaltungen, die Chance zu ergreifen, selbst ein Teil, ein aktiver, ein proaktiver Teil der Problemlösung zu werden und es nicht internationalen Technokratien zu überlassen, mit all den Einflüssen der herkömmlichen Energiewirtschaft, die diesen Prozess künstlich verlangsamen. Das ist die politische Marschroute in die weitere Zukunft. Und wenn sie so gegangen wird, dann ist ganz klar, dass man damit die Bevölkerungsmehrheit dafür gewinnt, denn die will genau das, weil sie den großen Strukturen, den großen Projekten misstraut, und zwar zu Recht misstraut, weil das kein guter Weg, wie sich zeigt, in die Zukunft gewesen ist. Dankeschön.